Hallo, ich heiße Michelle und bin 19 Jahre alt. Ich mache nächstes Jahr meine Fachhochschulreife an der Tilly-Lahnstein-Schule. Die Nikolauspflege feiert ihr 160-jähriges Jubiläum. Das ist ein toller Anlass, um Ihnen die Stiftung für blinde und sehbehinderte Menschen näher vorzustellen. Seit 160 Jahren steht bei der Nikolauspflege die persönliche und soziale Entwicklung blinder und sehbehinderter Menschen aller Altersgruppen im Mittelpunkt. Der Leitsatz, den Menschen sehen, heißt, ein gleichwertiges Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung zu fördern. Wir sind an der Betty-Hirsch-Schule. Hier lernen Kinder mit und ohne Sehbehinderung zusammen in einer Klasse. Das ist ein gelungenes Beispiel für Inklusion. Und das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Hier treffe ich nun Annabelle und Max Oliver, die gemeinsam in die dritte Klasse gehen. Hallo. Hier ist das Motto, gemeinsam lernen, mit und ohne gucken. Was habt ihr gerade? Die Betty-Hirsch-Schule ist eine inklusive Grundhaupt- und Förderschule für Kinder mit und ohne Behinderungen. Das bedeutet, sehbehinderte und blinde Kinder sind bei uns im Haus und Kinder ohne Förderbedarf werden genauso hier beschult. Vom Prinzip her sind wir eine Sonderschule, die sich geöffnet hat für Kinder ohne Behinderung. Dadurch kann man, glaube ich, auch sagen, hier ist die Inklusion gelungen. In diesem Moment, an diesem Standort. Das Besondere hier an der Klasse ist die Vielseitigkeit und dass die Kinder hier gemeinsam unterschiedlichen Lernniveaus und unterschiedlicher Voraussetzungen zusammen lernen. Max Oliver benutzt sehr gerne seine Hilfsmittel, wie beispielsweise den Schrägtisch oder auch seine Lupe. Wer hat denn von euch schon mal einen Schneemann gemacht? Er geht sehr gerne in die Schule, hat alles da, was er braucht. Er kommt ausgeglichen, ausgelastet und zufrieden nach Hause. Ich weiß, ich habe einfach die richtige Entscheidung getroffen. Wie gefällt es euch denn hier in der Schule? Gut, sehr gut. Okay, und habt ihr ein bestimmtes Lieblingsfach? Ja. Mathe. Sport. Sport. Dass die Kinder hier miteinander Spaß haben, kann man ja sehen. Die Betty-Hirsch-Schule ist ein Erfolgsmodell. Obwohl Annabelle ein Kind ohne Seheinschränkung ist, wollten die Eltern, dass sie hier in die Grundschule geht. Meine Frau und ich haben Annabelle auf die Betty-Hirsch-Schule geschickt, weil uns wichtig war, dass das Kind, also die Annabelle, im Mittelpunkt steht mit ihren Fähigkeiten als auch gegebenenfalls mit ihrem individuellen Lernbedarf. Und das ist an der Betty-Hirsch-Schule in hervorragender Weise gegeben durch die kleinen Klassenstärken als auch durch die hervorragende Ausstattung mit Lehrkräften und auch Betreuern. Die Nikolauspflege bietet neben stationären auch gleichwertige ambulante Angebote an. Hiervon profitiert Mareike. Sie hat eine sehr starke Seheinschränkung und besucht eine Regelrealschule. Damit sie dem Unterricht folgen kann, nutzt sie technische Hilfsmittel, wie zum Beispiel eine Tafelkamera. Zusätzlich steht Mareike auch eine Assistentin zur Seite. Wie gefällt es dir denn hier an der Schule? Mir gefällt es sehr, sehr gut hier. Ich habe eine sehr gute Klassengemeinschaft und ich habe auch viele Freundinnen hier und ich werde trotz meines Sehens so akzeptiert, wie ich bin. Ich werde natürlich auch sehr, sehr gut hier unterstützt von meiner Assistenz, von Mitschülern. Nach der Schule fährt Mareike mit dem Bus in den 20 Kilometer entfernten Wohnort zurück. Für Mareike und ihre Eltern ist es wichtig, dass sie selbstständig und eigenverantwortlich leben kann. Ziel des Sonderpädagogischen Dienstes ist es, durch die richtigen Unterstützungsmaßnahmen die aktive Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen und durch einen Abbau von Barrieren auch eine Begegnung in der Inklusion auf Augenhöhe mit den Mitschülern zu erreichen. Gemeinsam mit Frau Eberenz vom Sonderpädagogischen Dienst der Nikolauspflege besuche ich jetzt Mareike zu Hause. Mareike möchte nächstes Jahr auf das Gymnasium wechseln. Auch bei diesem großen Schritt ist wieder die Beratung und Unterstützung der Nikolauspflege gefragt. Die Nikolauspflege hat uns geholfen. Die Mareike steht einfach im Leben jetzt mit 16 Jahren und trifft ihre Entscheidung und geht jetzt entweder Richtung Abitur oder Richtung Ausbildung. Und das haben wir mit der Nikolauspflege geschafft, dass das einfach bis hierher so super gelaufen ist und
denke ich auch mal, so weitergeht. Es ist toll zu sehen, dass durch unsere Begleitung das möglich ist und die Schülerinnen und Schüler mit Sehbehinderung und Blindheit einfach bestmöglich unterstützt werden und vor Ort auch ihren Schulabschluss machen können. Das Haus am Dornbuschweg ist eine Einrichtung für blinde und sehbehinderte Kinder mit mehreren Beeinträchtigungen. Ich treffe jetzt Marina und Frau O'Bright, um mehr über Marinas Klangvibrationsboden zu erfahren. Hallo! Hallo Marina, ich bin die Michelle. Und das ist jetzt also der Klangvibrationsboden. Genau. Und der ist für Marina echt super, eben weil sie beeinträchtigt ist hier in ihrem Hörvermögen. Und das soll dann einfach ihr Hören verstärken, verbessern, sodass sie die Musik nicht nur über die Ohren, sondern über den ganzen Körper wahrnehmen kann. Sie spürt dann eben auch die Vibration von der Musik, wenn da jetzt ein Lied ist mit mehr Bass zum Beispiel, dann kann es schon sein, dass es hier am Rücken mal ein bisschen ärger vibriert. Und dann merkt man ja auch bei ihr, dass es sie dann eben auch dazu bewegt, sich selber zu bewegen. Also ob es jetzt ein Tanzen von ihr aus ist, kann ja gut sein. Auf jeden Fall sieht man eben, dass es eine Wirkung auf sie erzielt und dass sie dadurch selber dann auch aktiv wird mit dem ganzen Körper. Da ist dann ganz wichtig, dass man einfach den Menschen als Ganzes sieht, dass man ihn nicht aufgrund von seinen Schwächen, also nicht defizitorientiert irgendwie behandelt, sondern wirklich guckt, wo sind die Stärken, was hat der Mensch für Ressourcen, wo kann ich ansetzen. Und das ist dann im Endeffekt unsere Aufgabe von den Mitarbeitern hier von der Nikolauspflege. Das Haus am Dornbuschweg ist eine Schule, ein Kindergarten, eine Krippe und ein Wohnbereich für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche, die alle eine geistige Behinderung noch haben und weitere Beeinträchtigungen. Die Mitarbeiter, die zu uns kommen, bekommen ein großes Fortbildungsangebot. Also wir wünschen uns, dass sich die Mitarbeiter auch während ihrer ganzen Laufbahn immer weiterbilden. Wir geben jedem so eine Basis mit an Wissen zum Thema blind, sehbehindert, spezifischem Arbeiten, sodass wir auch wirklich, wirklich eine kompetente Einrichtung für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche sein können. Das A und O, um erfolgreich blinden Menschen Hilfen zu geben, wie es auch in unserer Satzung steht, das sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die engagiert sind, die qualifiziert sind, die ihre Arbeit täglich mit Begeisterung und mit Empathie verrichten. Wir haben diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und darüber bin ich wirklich sehr froh und glücklich. Wir sind jetzt am Kreawald und besuchen die Tilly-Lahnstein-Schule und das Berufsbildungswerk. Gerade ist Pause und die Schülerinnen und Schüler, die Sie hier sehen, absolvieren entweder eine Berufsausbildung oder streben einen der verschiedenen Schulabschlüsse an. Die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten ist groß. An allen Arbeitsplätzen stehen den Azubis blinden und sehbehinderten spezifische Hilfsmittel zur Verfügung. Es gibt sehr vielfältige Bildungsmöglichkeiten in der Nikolauspflege. Einmal den Bereich der dualen Ausbildung im Berufsbildungswerk, dann natürlich auch die Möglichkeit der Umschulung und die Möglichkeit, bestimmte Vollzeitschulen zu besuchen, die im Bereich zwischen Berufsvorbereitungsjahr bis zum Berufskolleg gehen. Ich gehe auf das Berufskolleg der Tilly-Lahnstein-Schule. Hier machen wir unsere Fachhochschulreife. Hilfsmittel wie die Braillezeile oder das Bildschirmlesegerät gehören zur Ausstattung. Kleine Klassenstärken und eine gezielte Förderung durch Fachlehrer zeichnen die Tilly-Lahnstein-Schule zusätzlich aus. Da ich selbst fast blind bin, weiß ich natürlich, dass das Ziel sein sollte, berufliche und soziale Teilhabe zu erreichen. Und in dem Zusammenhang ist es ganz wichtig, dass wir unsere jungen Menschen, die blind oder sehbehindert sind, in ihrer Individualität sehen, sie stärken, sie dort abholen, wo sie sind und entsprechend fördern. Damit wir auch in Zukunft erfolgreich Arbeit leisten können für blinde Menschen, für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene,
sind wir nicht nur auf staatliche Unterstützung angewiesen, sondern auch auf Spenderinnen und Spender. Bei der Nico weiß ich, wenn ich das Geld hier reintrage, dann ist es in guten Händen und dann wird es auch punktum umgesetzt. Der Lebenshof ist ein Teil des Geschäftsbereichs Erwachsene an der Nikolauspflege. Wir haben verschiedene Einrichtungen in Baden-Württemberg für Erwachsene, unter anderem noch in Mannheim und Weinheim, in Heidenheim, in Esslingen und in Stuttgart. Wir bieten ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Es ist für viele Menschen ihr Zuhause. Das heißt, sie wohnen hier, sie haben hier ihren Freizeitbereich. Wir haben die Möglichkeit, dass die Menschen bei uns arbeiten in der Werkstatt. Und für die Menschen, die eine ganz spezielle Förderung oder Betreuung brauchen, haben wir noch den Förder- und Betreuungsbereich. Der Limeshof hat das Alleinstellungsmerkmal, dass wir ganz speziell auf die Bedürfnisse von blinden und sehbehinderten Menschen ausgerichtet sind. Wir haben zum Beispiel in der Werkstatt die Möglichkeit, durch speziellen Vorrichtungsbau die Aufträge, die wir von der Industrie bekommen, so vorzubereiten, dass auch unsere Bewohner, die schlechter oder gar nichts sehen, diese bearbeiten können. Ich arbeite schon seit 1997 hier am Limeshof und ich fühle mich hier auch sehr wohl. Ein tolles Beispiel für das Miteinander am Limeshof sind Jörg Seibold und Ralf Rieton. Beide haben sich über das gemeinsame Musizieren gefunden und die Band The Sixteens gegründet. Das Gleiche gilt auch für den Förder- und Betreuungsbereich in der Tagesstruktur. Auch hier machen wir Angebote, die den Kompetenzen und den Fähigkeiten der Menschen entsprechen. Und wir legen da sehr viel Wert drauf, auf die räumliche Ausstattung, auf das, wie wir mit den Menschen umgehen und wie wir sie ihren Fähigkeiten entsprechend fördern. Freizeit. Ich bin hier beim Projekt Dunkelbund in der Kletterhalle und werde heute zum ersten Mal klettern. Dass ich eine Seheinschränkung habe, macht das Klettern natürlich nicht leichter. Aber inklusive Projekte wie dieses machen es möglich. Sehende Schüler des Dillmann-Gymnasiums verbringen mit Schülern der Nikolauspflege hier gemeinsam ihre Freizeit. Nach der Anstrengung muss ich erstmal was essen. Ich lebe in einer WG mit Freunden und Schulkameraden, denn die Nikolauspflege bietet zusätzlich zu den Internaten auch betreute Wohngruppen an. Wir sind jetzt beim Auftritt von Herrn Seibold und Herrn Frieton. Die Stimmung hier ist schon super und wir gehen jetzt einfach mal rein. Ich bin froh, die Nikolauspflege an meiner Seite zu haben. Denn blind oder sehbehindert zu sein, ist in einer visuell geprägten Gesellschaft nicht einfach. Aber es ist auch kein Grund zu verzweifeln, denn mit der richtigen Unterstützung ist ein gleichwertiges Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung möglich. Das gelingt, wenn wir den Menschen sehen. Und dazu brauchen wir keine Augen. Inklusion ist ein Prozess, der über viele Jahre gehen wird. An der Nikolauspflege betreuen und fördern wir inzwischen seit mehr als 160 Jahren blinde und sehbehinderte Menschen. Wir begleiten diese Menschen im Inklusionsprozess, um sie fit zu machen für das Miteinander von Sehenden und Nichtsehenden, das Miteinander von armen und reichen Menschen, von jungen und alten Menschen. Wir als Gesellschaft sind Teil dieses Inklusionsprozesses.